staubiger Tag ist. Denn der Abriss des Hauses, Heinemann 47, 51, hat heute eine Krönung erfahren. Es ist fast verschwunden. Der Bagger hat die ganze Arbeit geleistet. Und ich sehe heute hier sehr viele Ratsmitglieder aus den verschiedenen Fraktionen, fast der halbe Rat ist vertreten. Warum wohl? Auch die sind stolz darauf, dass wir es geschafft haben, dieses Haus zu erwerben, um mit dem Ziel es abzureißen. Warum reißt man ein Haus ab? Normalerweise baut man noch Häuser. Und wir haben schöne Häuser ermöglicht in Belgien, und so. Aber es gibt Häuser, die müssen einfach weg. Und dieses Haus gehörte dazu. Es war leider eine Bausünde in den 70er Jahren, Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre. Die Zeit erforderte es damals, dass man sehr viele Briten unterbringen musste. Und die damaligen Entscheidungsträger haben gesagt, ja, Gottes Namen, bauen wir das hier. War nicht gut. 14 Jahre hat dieses Haus gestanden. Und jetzt ist es weg, genauso wie Heinrich 36 und genauso wie zwei andere in Fährte. Städtebaulich ist das gut, städtebaulich ist das richtig. Und in diesem Falle, nicht immer, aber in diesem Falle war sich der Rat auch einig und hat das Geld dafür unter Zuwendung von Berlin und von Hannover ausgegeben. Auch der Abriss musste bezahlt werden. Aber es ist letztendlich gut gebellt, da wird Rasen eingesät. Und vielleicht entstehen mal in den nächsten Jahren da schicke Häuser. Ich bin dem Gemeinderat dankbar, dass er hier mitgegangen ist. Ich bin auch meinem allgemeinen Vertreter im ersten Gemeinderat, Viktor Herbler, dankbar, der da kräftig mit dran gearbeitet hat. Und dem Hausmeister, der hat ja hier jahrelang wertvolle Arbeit geleistet hat, bin ich auch dankbar, dass er jetzt im letzten Monat, als es leer stand, da aufgepasst hat, dass nicht Unsinn gemacht wurde. Und letztendlich bin ich dankbar dem Werner Lajeur, dass er hier das organisiert hat, damit wir alle uns freuen können, feiern können und was trinken können gegen Staub. Und weil die Gemeinde dankbar ist, dass das gut aufgenommen worden ist, dass keiner gemeckert hat, dass es nur Kraft war, Staub war, will ich sagen, es ist gerechtfertigt, dass ich was Bier ausgebe und auch andere Getränke die keinen Alkohol trinken. Also, ich werde mit ihm gleich sprechen, wie wir das regeln, aber eine halbe Stunde frei wird, das müsste drin sitzen. So, zum Wohl, alles Gute. Applaus